Hallo, willkommen beim VH Golf. Wenn es irgendwas gibt, was du in den nächsten kälteren Monaten trainieren könntest, dann ist das das richtig getimte Release. Ein Schüler von mir, der Bernd, der sich gut verbessert hat von 54 auf Mitte 20 in einem Jahr, ist immer noch unzufrieden mit seinem Schwung. Er meint, dass sein Schnellkopf zu früh seine Hände überholt und dass das ihm länger kostet. Er möchte weit über 200 Meter schlagen. Also Bernd hat auf jeden Fall recht. Wenn wir sein Release verbessern könnten, dann wird das alles noch besser aussehen. Und das könnte es auch für dich. Es ist einfach so, dass der Release für jeden Golfer sehr entscheidend ist. So, wenn wir den Schwung von Bernd angucken, sehen wir zwei Kleinigkeiten, die trotzdem wichtig sind für den Abschwung, für den Release. Beim Ausholen fängt er mit einer Drehung an. Da gibt es keine richtige Verlagerung nach rechts. Seine Ballposition ist auch ziemlich weit rechts. Aber das kommt durch das frühe Release. Er will das Fettschlagen vermeiden. Aber wenn er es schaffen könnte, und das solltest du übrigens auch, wenn du es nicht machst, eine ganz leichte Verlagerung nach rechts, eine mini-seitliche Bewegung. Aber bitte auf die Innenseite des rechten Fußes, gefolgt von einer Drehung. Das würde ihm mehr Zeit geben für das, was folgt. So, er schafft es schön früh auf die linke Seite zu kommen, kurz bevor dem Ende des Rückschwunges. Das ist ein gutes Zeichen, das machen gute Spieler. Aber was man dann bei ihm sieht, dass dieser schöne Winkel, den er am Anfang des Abschwunges hat, den löst er sehr, sehr früh. Und nach dem Treffen hat der Schlägerkopf auf jeden Fall die Hände stark überholt. Und bei dieser fehlenden Hüftrotation ist diese optimale Position nach dem Treffen gar nicht möglich. Dann muss gelüffelt werden. So, wie sieht es dann besser aus? Nach dem Rückschwung, beim Verlagern nach links, wie sehen dann die Hüfte genau aus? Am Anfang ist die rechte Hüfte bei Bernd höher als die linke Hüfte. Und das ist super. Das sollte bei uns allen der Fall sein. Aber was man dann sieht, ist, dass er sehr früh das tut. Sehr früh kommt die linke Hüfte nach oben. Was das dann verursacht, ist sehr viel Druck auf der linken Seite und ein Stoppen der Hüfte. Und dann kommt das Flippen oder Lüffeln. So, stattdessen sollte Bernd und du beim Abschwingen schauen, dass die linke Hüfte länger, tiefer als die rechte Hüfte bleibt. Natürlich ist das ein sehr kurzer Moment, es muss aber trainiert werden. Erstmal langsam trocken, wie ich es jetzt tue. Und was das bringt, ist sehr wertvoll. Jetzt bin ich in einer Position, meine linke Seite zu strecken. Bein, Hüfte, Schulter. Und schau, was mit meiner Hüfte jetzt passiert. Die Hüfte öffnet sich. Die öffnet sich. Ist immer noch nicht vorbei. Die öffnet sich. So, von hier unten durch das Heben, durch das Strecken passiert eine sehr gute Rotation. Und wenn du das tust und passive Arme und Hände hast, wenn die passiv genug sind, wird dieser Winkel automatisch länger bleiben. Optimal ist, wenn der Schläger parallel zum Boden ist, dass es immer noch einen guten Winkel zu sehen ist. Gute Golfer halten nicht. Die denken gar nicht daran. Durch das richtige Öffnen und weiche, passive Hände bleibt der Winkel sehr, sehr lange. Und im Treffmoment sieht es so aus. Und kurz nach dem Treffen sieht es dann so aus. Eine gestreckte linke Seite und Schaft und Arm bildet eine gerade Linie. Das bedeutet, dass der Release da endet. So, hier ist die Übung, die dir das Gefühl geben wird für das richtig getimte Release. Erstmal einhändig, Winkel und Release. So, nicht halten, benutzt deine rechte Hand. Da und dann da. So, ich möchte den Winkel zwischen diesem Punkt und diesem Punkt lösen. Dann macht es zweihändig.
Und was du sofort merken wirst, ist, dass du ja unten viel mehr machen musst, weil da, wo du stehen bleibst, wird das passieren. So statt das Endwinkeln zu vermeiden, mach das bewusst, dann wirst du die anderen Körperteile besser einsetzen müssen und dann wirst du beim vollen Schwung das hoffentlich viel besser hinbekommen. Egal, ob du mit Eisen, Fairway-Holz oder mit Driver das tust. Bevor ich mit Driver einen super langsamen Schwung mache, der trotzdem viel Schnellkopfgeschwindigkeit produzieren wird, möchte ich mich bedanken, dass du zugeguckt hast. Bitte Daumen hoch, falls dieses Video dir gefallen hat und teile unbedingt das Video mit deinen Freunden. Tschüss!